Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Nun, wo wir uns den zweiten Orden ganz mühevoll geschnappt haben, können wir mit der VM Zerschneider, die aus irgendeinem Grunde TM als Attacke im Beutel ist, nun hier durch. Dieser Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Setzen wir doch mal Zerschneider ein. Ein wildes Blitzer setzt Zerschneider sein, um dir zu helfen. Natürlich. Wie nett doch manche Blitzer sein können. Machen wir es mal hier vorne auch. Denn, wie wir schon vorhin gesehen haben, also in letzter Folge meine ich, gibt es hier einen Baum, der zu einem Pokéball führt. Nicht hier. Hier. Die TM46 Raub kann man hier finden. Ist eine ganz gute Attacke eigentlich. Kann man nutzvoll benutzen. Tue ich persönlich jetzt aber nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Gehen wir mal in das Team Galactic HQ. Galaktikgebäude von Ewig, genau. Was auch immer. Auf jeden Fall das Galaktikgebäude. Mit so Stacheln vorne dran. Voll brutal und bedrohlich vor allem. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert. Wir greifen nach den Sternen. Aha. Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens, oder? Oh, oh. Darf ich fragen, was dem passiert ist? Die wollen kämpfen. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Tut mir echt leid, aber Kinder können keine Mitglieder bei Team Galactic werden. Oh, oh. Das wird einen großen Kampf geben. Gegen das ganze Team Galactic, wie es scheint. Im großen Team Galactic-Gebäude. Gut, dass wir jetzt drei Teammitglieder haben. Auch wenn man mit zwei ja auch weiterkommen könnte. Ich meine, wenn man, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man nur ein Teammitglied hat. Ob man dann einfach trotzdem diesen Kampf machen muss. Oder ob die dann sagen, ach, du bist doch sowieso zu schwach. Komm, das geben wir uns nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte es mir vorstellen, aber I don't know. Und zwar gegen beide nicht sehr effektiv, aber ich setze trotzdem ein. So. Obwohl ich glaube, ich tue vielleicht Jackie rein ein bisschen nach hinten in meinem Team, damit ich bei den Doppelkämpfen eher Magby vorne habe. Weil ich meine, Magby, ja, ist unter dem Level von Jackie rein. Von daher wäre das sogar vielleicht sinnvoller. Nein! Ich habe so gehofft, dass es nicht vergiftet wird. Nein! Das ist nicht gut. Nein, nicht gut. Das ist blöd. Charmeleon ist echt ein cooles Pokémon. Ich finde es sehr schade, dass man das so spät im Spiel erst finden kann. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, aber egal. Bitte stirb dadurch schon. Oh, nicht ganz. Das war sogar ein Crit. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, durch Mogelieb. Verschreckt man immer beim ersten Mal. Mogelieb ist wirklich so eine Attacke, ist einfach Free-Hit, kann man sagen. Obwohl das in Doppelkämpfen aber nicht so viel Sinn macht, weil, ich meine, Charmian ist jetzt schon tot und es konnte nur Mogelieb einsetzen. Naja, okay. Wie es meint, mir egal. Warum ist auch schon mal down? Ich meine, der Dulli hat noch ein Pokémon, ne? Oh, das war ein Crit, ja. Ändert zwar nichts, aber okay, cool. Honeycon. Ah ja. Setzen wir mal Biss ein. Das sollte eigentlich schon genügen. Ah ja, Fliegenklaue kommt auch mal ins Spiel. Nom. Nein, das reicht sogar nicht. Na gut, dass wir Tails haben. Tails, regel das. Oh, prompt mischst du dich ein, war ja klar. Aber du bist doch noch ein Kind. Na und? Ich kann trotzdem stark sein. Unser erstaunliches Unterfangen ist zweifellos atemberaubend. Wenn du die glorreiche Enthüllung sehen willst, dann misch dich nicht weiter ein. Du wolltest nach oben? Warum bist du dann nicht einfach nach oben gegangen? Warum wohl? Vielleicht steht ihr mir im Weg? Was ist denn das bitte für eine Frage? Ha? So. Leider ist es vergiftet.
Aber es scheint so, dass wenn man sich bewegt, dass Vergiftung keinen Damage mehr macht, was ich persönlich gut finde. Unsere Pläne sind unfassbar. So unfassbar, dass selbst ich sie nicht verstehe. Das hält mich aber nicht davon ab, jeden zu bekämpfen, der sie durchkreuzen will. Das ist nur das, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum arbeitest du hier überhaupt? Fürs Geld? Oder liegt es daran... Das muss ja fürs Geld sein. Der hat ja keine Ahnung, was er hier überhaupt treibt, ne? Der denkt sich halt so, ja. The pay is nice. Und dann weiß er aber gar nicht genau, was wir hier eigentlich machen. Aber hey, ich bin mal der Bad Guy. Ich meine, warum nicht? Wird man gut bezahlt, kannst du dir alles leisten. Ferrari und was auch immer. Ich meine, okay. Wenn du es nicht wert ist. Aber ich sag's dir, das wirst du noch bereuen. Du wirst schneller arbeitslos, als du es... Als Subats flattern kann. Ja, ja. Du wirst schon sehen. Du bist tot. Das war ein sehr einfacher Kampf. Ah, ich hab versagt. Bitte verzeiht mir. Ich will nicht gefeiert werden. Was hast du denn dagegen, dass wir anderen Leuten ihre Pokémon wegnehmen? Die müssten doch bloß ins hohe Gras oder in den Wald gehen, um sich neue zu fangen. Aber es geht doch darum, dass man sich eine Freundschaft aufgebaut hat mit dem Pokémon. Team Galactic arbeitet hart daran, neue Energiequellen für die Zukunft zu finden. Den juckt's gar nicht, dass ich hier bin. Okay. Mal schauen, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt. Naja, geklaute Pokémon, ich weiß nicht, ob sie überhaupt Lust haben, zu kooperieren mit dir. Schade, komm. Ganz ehrlich, die findest du da hinten im Wald, die brauchst du nicht mal klauen, also ganz ehrlich. Also das ist echt peinlich, dass sie sich denken, oh mein Gott, voll das mega seltene Pokémon, guck mal, es ist komplett weiß und es hat Augen. Ja, das kriegst du links im Wald kostenlos. Brauchst du ein Pokémon und fängst es und hast es, weißt du, das ist super einfaches Pokémon zu fangen. Also manchmal ist es echt zum Lachen, zum Kaputtlachen, wie dumm Team Galactic ist. Wahrscheinlich war es aber original auch so. Was soll das denn? Tja. Das können wir nicht auffragen. Was für ein schwächliches kleines Pokémon. Sobald ich befördert werde, sorge ich dafür, dass bessere Pokémon geklaut werden. Ja, I sure hope. Wir erforschen, ob man die mysteriöse Kraft der Pokémon nutzen kann, um neue Energie zu erschaffen. Aha. Gott, hier gibt es halt wirklich sehr viel. Was habt ihr denn hier im PC? Kann man nicht reinschauen? Geht das nicht? Nö, okay. Oh, vielen Dank! Wir lieben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. Denkst du wirklich, ich bin dafür hier hochgekommen? Nein. Ich bin hier, um euch auszulöschen. Das, was ihr treibt, ist einfach Diebstahl. Und das ist nicht mal guter Diebstahl. Also, so einen schlechten Diebstahl sollte bestraft werden. Ich bin Sailor Moon. Und im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Oder irgendwie so. Naja, eigentlich müsste ich ja sagen, ich bin Chibidon. Und im Namen der Pokémon werde ich euch bestrafen. Bis. No. Ja, Biss müsste eigentlich eine der stärksten Attacken sein. Ich meine, du beißt einfach das Pokémon ins, manche haben Fleisch. Aber auf jeden Fall in die Haut rein, also. Das muss doch wehtun. Ich meine so, ja gut, wenn du Aquaknarre ins Gesicht bekommst, ja okay, als Feuer-Pokémon tut das wahrscheinlich schon weh, weil du dadurch erstickst, aber... Ganz ehrlich, ich glaube, Biss wäre eine Attacke, die ich überhaupt nicht haben möchte. Wenn mein Gegner Biss hat und ich wäre ein Pokémon. Wäre, glaube ich, ziemlich unangenehm. Ja, ich weiß nicht, warum ich solche Gedanken manchmal habe, aber... Naja. Irgendwas muss man noch hier zu bereden haben, während man gegen die exakt gleichen Pokémon immer wieder und wieder und wieder kämpft. Ich meine, wie oft hat man im Pokémon-Spiel schon Zubat gesehen? Das war sogar schon traurig, als es das gar nicht gab mit Schwert und Schild. Also wirklich, das war traurig.
gehst in eine Höhle rein, dann kriegst du, findest du ganz viele Waggons und dann aber keine Zubat. Was soll denn das, Game Freak? Ah, gut gemacht, Tails. Ein Level. Oh, Sternschauer! Yes! Sehr gute Attacke. Machen wir dafür guten Stand weg, würde ich sagen. Obwohl Ruckzuck auch dafür weggehen kann, aber egal. Sternschauer ist eine sehr gute Attacke. Greift doch alle an. Auch gut für Doppelkämpfer, also. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Was meinst du? Ah, Pokémon gibt's auch wie Sand und Meer. Die Leute, denen wir die Pumonchi bitzen, sollten sich einfach neue fangen, statt uns die Ohren voll zu heulen. Die verstehen es einfach nicht. Die hatten wohl anscheinend noch nie eine Verbindung zu einem Pokémon. Gewöhnliche Leute wie du verstehen die Ziele des großartigen Team Galactic einfach nicht. Gut, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, niemand checkt es hier. Die sind alle wirklich nur hier um, die sind alle wirklich nur hier um, fürs Geld. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen, das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Also, Team Galactic ist da, weil der Boss sich dachte, ich erschaffe eine neue Welt mit Energie? Und die denken sich, ja, was heißt denn das? Und der Boss, ja, das dürfte ich nicht hinterfragen, sonst werden die gefeuert. Aber die wollen nicht gefeuert werden, weil die gut bezahlt werden. Und dann denken sich, ei, ei, Boss, auf der Arbeit, let's go. Ah, Kadabra. Biss sollte sehr effektiv sein. Nom! Oh, sogar One-Hit! Kadabra ist eigentlich stark. Vor allem die Weiterentwicklung Simsala. Aber es konnte nicht mal dazu kommen. Nice, Level 25. Ah, damit kommst du nicht davon! Ob die wohl gefeuert werden, wenn man die besiegt? Ich bin bereit, alles zu tun, befördert zu werden. Eines Tages, und der kommt bald, wirst du unsere wahre Macht erleben. Ja, ja, laber du nur. Ha? Was geht denn hier ab? Husby! Armes Husby-Rohr. Piep! Ich hab Angst. Wir sollten helfen! Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Weiß ich nicht, fragen wir einfach mal. Was hast du denn hier verloren? Ach, was frage ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. Oh, sie will einfach direkt kämpfen. Und laut der Musik her ist sie wohl ein Commander. Jupiter. Sie geht nach Jupiter. To get more Jupiter. Denn ich meine, sie arbeitet bei Team Galactic. Na wohl. Vielleicht wissen die Commander hier von Team Galactic ja etwas mehr. Die ganze Geschichte. Wenn wir sie besiegen, glaubt ihr, sie würde uns ein bisschen was verraten? Oh, Horrorblick. Oh, oh, wir können nicht mehr fliehen. Wie anmaßend. Versuch dich mal hier an, du Bike. Mich nennst du Bike? Was bist du dann? Ja, okay, gut, ich bin schon ein Bike, aber... Du bist... schwach. Du hast nur ein Zubat und noch ein einziges weiteres Pokémon. Selbst Marth hatte drei Pokémon, oder? Hatte sie drei Pokémon? Ich meine schon. Wie auch immer, du hast nur einen Zubat als einziger der Pokémon. Oh, 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 aber ich bin so wahrscheinlich sollte ich gegenheilen. Aber kein Bock. Bam! Tails kriegt das schon alleine hin. Ich muss gar nicht mehr rausswitchen. Selbst wenn ich es könnte. Brauch's ich nicht. Skunk-Tank. Oh, warte, kann ich wirklich wechseln? Geht das? Ja, tatsächlich. Hö, warum? Ich habe doch Horrorblick bekommen. Na egal. Ein Skunk-Tank also. Na, ich habe ihm eine Deko gegeben. Deko-Ball zu meinem Magby. Das ist auch nichts Gutes, aber naja, ein bisschen was. Ja, Skunk-Tank könnte interessant werden. Konfusstrahl. Und dann nochmal Klärsmog. Obwohl, war es nicht Gunkling zu Rötgift. Dann mach ich einfach direkt eine Feuerattacke. Giftwelle. Oh, 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 oh. Ich werde vergiftet. Ja, Giftwelle ist eine Attacke, die macht keinen Schaden, aber die macht hundertprozentige Vergiftung. Und so eine normale Giftattacke hat eine Chance zu vergiften. Das ist der Unterschied. Bam! Mache ich mal so viel. Und es war es nicht mal verwirrt.
Oh no. Oh no. Wisst ihr was? Das wird nichts. Ich glaube, ich switch das tatsächlich raus zu Schelke rein. Oh, Alter, wir sind alle einfach vergiftet. Wie mies. Aber hey, wenn sie jetzt versucht, eine Giftattacke einzusetzen, bringt sie nichts. Das ist der Vorteil, den wir jetzt gerade haben. Ich sollte vielleicht heilen. Na komm, setzen wir einmal einen Supertrank ein. Dann wir full hier sind und greifen wir an. Wir haben gar nicht mal so viele Heil-Items. Ich weiß nicht, ob ich sie kaufen soll oder einfach warten soll, bis wir die irgendwo im Wilden halt finden. Das weiß ich halt nicht. Bisher hatten wir keine wirklich gebraucht. Keine Tränke. Aber jetzt gegen die Team Galactic Commanders wird es schon langsam ein bisschen nötiger. Alter, wie viel Damage Vergiftung macht. Ich muss jetzt richtig reinhauen. Was macht mehr Damage? Das hat 60 und kann zurückschrecken. Komm, dann setzen wir Biss ein. Oh, sie fängt an. Flammenwurf kann sie. Oh, ich lebe aber noch, aber die Vergiftung wird mich umhängen, oder? Was? Was? Ah, das war mein Fehler. Okay, das war mein Fehler mit Biss. Was? Schenker macht sich Sorgen. Ja. Tausch mal zu Tricky, weil Tricky könnte ich wahrscheinlich noch heilen, bevor er stirbt. Glaube ich. Vielleicht. Ja, Flammenwürfe nochmal, aber das macht ja wenig Damage. Eigentlich müsste es mich sogar heilen, aber tut's halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob Tricky überhaupt eine gute Fähigkeit hat, aber es hört sich ganz gut an, finde ich. Letzter Supertrank. Und dann ein Kung-Fu-Strahl nochmal einspammen. In der Hoffnung, dass es trifft und dass es verwirrt. Stampfpauke. Das macht halt auch so viel, ne? Was denkt das? Spezialangriff? Okay. Die Vergiftung ist halt auch mega mies. Erstmal Kung-Fu-Strahl. Erstmal muss Kung-Fu-Strahl treffen, dann können wir weiter überlegen. Ja, es trifft! Es trifft! Perfekt, perfekt, perfekt. Am besten schlägst du dich selbst, weil dann kann ich nämlich, ich darf jedes Mal einen Debuff bekommen dadurch, ne? Jedes Mal. Es fängt sowieso an, ne? Es bringt nichts. Ich glaube, ich heile mal ein bisschen Tails. Weil das Ding... Ich bin jetzt sowieso tot, egal was passiert. Ja. Schlägt sie nicht mal selbst. Hätte ich jetzt Magpie geheilt, hätte nichts gebracht. Es hat mich angegriffen und dann wegen der Vergiftung wäre ich gestorben, weil ich habe nur normale Tränke. Oh Gott, ich sollte jetzt wirklich mal Tränke kaufen gehen, oder? Okay, Moment. Was macht der Damage? Sternschauer. Okay, dann setzen wir Sternschauer ein, in der Hoffnung, dass das... Ja, wir fangen an. Bam, 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 bam. Oh, wir machen so wenig und es ist eine Beere. Verdammt. Boah, so viel vor allem. Schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst. Nein. Also langsam wird's brenzlig, ne? Ah, ich bin sowieso tot. Oh, verdammt, habe ich verloren? Ist Tessie sogar mein letztes Pokémon? Tatsache. Nee, Shelke rein lebt noch. Dann, alles drauf auf Shelke rein. Die ganze Zeit gegenheilen. Okay, es ist sehr gut, dass es noch verwirrt ist. Es schlägt sich nicht selbst nach so vielen Runden. Wie viel Pech kann ich haben? Warum ist sie jetzt schwieriger als die Fensterräderleiterin, vor der ich mehr Angst hatte? Oh mein Gott. Gott, was soll das? Ganz ehrlich, ich tue sogar erstmal dieses Gegengift drauf. Weil ich vertraue darauf, dass es, Achso, ich hab vergessen. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Ich bin einfach tot. Und ich muss Geld abgeben. Mir wird schwarz vor Augen. Oh mein Gott.
Hä, was war das denn für eine Kamera? Okay, ja, gut, wir gehen mal ganz kurz Tränke kaufen, würde ich sagen, bevor wir es nochmal versuchen. Oh Gott. Verdammt! Die hat es mir richtig gezeigt. Puh, im Ewigwald habe ich ganz schön in der Klemme gesteckt. Von jetzt an nehme ich immer und überall Fluchtseil mit, das ist sicherer. Manchmal geben die auch TMs, deshalb rede ich mit denen. Je mehr Orden du sammelst, desto mehr Items haben die Pokémon-Supermärkte für dich im Angebot. Oh, das ist sehr gut. Du hast jetzt irgendwas Neues jetzt für mich. Wie auch immer. Wir holen uns mal 10 Supertränke. Die können wir nämlich sehr gut gebrauchen. Ja gut, Fluchtseil und Schutz hat sie jetzt, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nicht wirklich. Erneuter Versuch. Auf und davon. Ich muss überlegen, muss ich irgendwas anders machen? Eigentlich nicht, ich kann ja Bammelin vorne haben. Bammelin hat ja auch Biss. Aber Moment, nee, Chelkerain macht halt einfach nicht so viel Sinn in dem Kampf, weil Skuntank hat Feuerattacke. Deshalb ist es auch ziemlich gut, dass wir Magby haben, weil, ne, Feuer-Pokémon und Feuerattacke gegen das Feuer-Pokémon macht natürlich nicht so viel Schaden. Versuchen wir es nochmal. Ach, hast du nicht eigentlich verloren? Ach, was war ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Ach, komm, dann nochmal. Sie denkt, ich würde irgendwann aufgeben. Aber nein, ich komme immer und immer wieder. Das ist der Nachteil daran in der, naja, direkt in der gleichen Stadt, wo ein Pokémon-Sender ist, eine Geheimbasis aufzubauen. Na gut, so geheim ist jetzt überhaupt nicht. Eigentlich null geheim ist die hier. Ja, komm, das Zuber, das kann nichts. Das hält jetzt 3 Runden aus, aber es trifft nicht mal. Naja, ich werde jetzt nochmal Müll labern. Ja, deshalb ist mir das komplett egal, was du laberst. Nom! Und nächste Runde ist das Ding down. Horrorblick, ja, das ist so egal, weil anscheinend, wenn der Zuber down ist, kann ich trotzdem wieder tauschen, auf so einen Grund. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. So, Zuber kann nichts. Jetzt kommt das eigentliche Problem und dann werde ich sofort wechseln zu Magby. Für den Kung-Fu-Strahl. Der ist wichtig. Na gut, den letzten. Beim vorherigen Versuch hat es nichts gebracht, nicht geholfen. Aber vielleicht hatte ich einfach nur richtig viel Pech. Vielleicht ist es jetzt besser. Ich muss drauf hoffen. Das ist meine einzige Chance, jetzt irgendwas hier zu reißen. Apropos Bauchtrommel habe ich ja auch als Attacke. Ich meine, das macht mehr Damage, je mehr Gewicht mein Pokémon hat. Für die späteren Entwicklungen wird das sehr gut. Oh mein Gott, es schlägt sich mal selbst. Wow. Toll. Und das Flammenrad drauf. So einfach könnte es laufen. Doch, wir hatten so viel Pech vorhin. Das war echt wirklich unfassbar. Ich habe sowieso damit gerechnet, dass ich in dieser Folge immer mal down gehe, weil Pflanzenarena. Aber tatsächlich nicht in der Pflanzenarena, sondern hier. Oh, Volltreffer. Herz um die Beere. Das heißt, ungefähr die Hälfte haben wir weg. Ja, knapp die Hälfte. Vielleicht greift es sogar nochmal selbst an. Nein. Stammtauke nochmal. Ah, ne. Erstes Mal. Jetzt machen wir weniger Damage. Das hält mich aber nicht davon ab, das trotzdem nochmal einzusetzen. Okay, okay. Greift dich selbst an, bitte. Ja! 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 Jetzt haben wir dich! Du kannst dich nicht mehr heilen, du kannst dich nicht mehr irgendwas retten. Flammenrad! Disch! Oh, Finalschlag. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Aber dadurch gehe ich nicht down. Ich krieg trotzdem noch meine Erfahrungspunkte. Gut gemacht, Magby. Tricky. Da, von einem Kind fertig gemacht. Ich hätte nicht so unachtsam sein dürfen. Du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Statue sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich dir noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen unserer Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon wird der Ganze nur beherrschen. Also komm Team Galaktik nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Dank dir habe ich mein Pipi zurück. Aber dieses Team Galaktik, sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, also her damit. Was ist das denn für eine Logik? Man könnte fast meinen, sie kämen selbst von einer anderen Welt. Naja, jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Ich danke dir vielmals.
Schau doch bei Gelegenheit mal in meinem Fahrradladen vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann, ja? Naja, sie hat recht. Pipi ist ein Alien. Pipi und Pummeluff? Also beide sind ja Erzfeinde. Das sind beides Aliens. Und sie kommen aus einer anderen Welt. Aber Team Galactic? Von wo kommen die? Und was sind ihre genauen Pläne? Das und vieles mehr. In der nächsten Folge. Da würde ich jetzt sagen, aber tatsächlich geht es doch gar nicht weiter mit der Story. Womit es weitergeht, ist jedoch mit dem Game selbst. Wir holen uns jetzt das Fahrrad. Und kommen so an neue Orte. Danke, dass du mich gerettet hast vorhin. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Ah doch, ich steck dir ein Fahrrad. Komm mal mit. Okay. Cool. Rot und grün. Hä? Wo gehen wir hin? Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welche entscheidest du dich? Oh, rot, blau, gelb oder grün. Ah, man kann die Fahrradfarbe entscheiden. War das damals auch schon so? Ich weiß es gar nicht. Das sind einfach die Farben von Gen 1. Sehe ich gerade. Ja, also von den vier Farben finde ich grün halt am ansprechendsten. Dann nehme ich das. Das grüne Fahrrad soll es sein? Ja. Eine vorzeitige Wahl. Dieses kräftige Grün erinnert einen unerweichlich an den Samen auf Bisasams Rücken. Nice. Ich wusste, es sind die Farben von damals. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Ja. Denke ich auch. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisungen vor. Drücke B und dann kannst du noch schneller fahren, aber fahr nicht zu schnell, sonst rennst du ein paar Pokémon und ein paar Menschen über. Ja, und damit kannst du auch im Nu Hänge hinauflösen, die du im ersten Gang nie gewältigt hättest. Also schwing dich in den Sattel und erkunde all die schönen Routen und Städte in dem Fahrrad. Cool. Fahrrad! Wähle das Fahrrad über die Basis-Item-Tasche deines Beutels aus und schwing dich in den Sattel. Drücke den B-Knopf, um den Gang zu wechseln und so die Geschwindigkeit zu erhöhen. Yeah! Das ist das ganz normale Fahrrad. Ganz cool, aber jetzt auch nicht so atemberaubend. Aber wenn wir B drücken, ist es etwas schneller. Und wenn wir nochmal drücken. Hä? Oh wow, das ist ein Fahrrad! Damit kannst du über den Radweg direkt nach Herzhofen fahren. Probier's doch mal aus, das ist ein Riesenspaß. Ach, das Spiel will sogar, dass ich den Weg nach unten zurückgehe. Statt hier links lang zu gehen. Na gut, dann werden wir da. Na, aber ein bisschen haben wir noch Zeit. Gehen wir kurz heilen und dann können wir das machen. Aber was cool ist, was man übrigens noch machen kann in diesem Spiel. Man kann ja in jedem Pokémon-Spiel auf ein Item auf Select setzen. Dass du das mit Select direkt auswählen kannst. In meinem Fall habe ich das jetzt mit dem Abenteuer-Kit gemacht, weil ich da sehr viel gespielt habe. Das kann man übrigens drin nicht machen. Aber neu in Brilliant Diamond and Shining Pearl ist es, dass man mehr als ein Item in das Select-Ding rein tun kann. Sogar vier Stücke insgesamt. Und das werde ich mal nach oben rein tun, denke ich. So, das heißt, ich gehe raus, drücke dann entweder Plus oder Minus, also Start oder Select. Und dann drücke ich nach oben. Hab direkt mein Fahrrad, kann B drücken. Oder ist sogar schon direkt. Hat sogar diese neuen Schwert- und Schild-Rotom-Effekte. Und dann geht's auf und ab. Ja, die Musik, die Fahrradmusik ist okay, aber jetzt auch nicht so gut. Hey Maike, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Albus Assistent und außerdem der Vater von Lucius. Ich bin eigens hergekommen, weil mich der Professor gebeten hat, dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Also, wie vielen Pokémon bist du denn schon begegnet, damit ich fragen darf? Ach du liebe Zeit, du hast 50 Pokémon getroffen! Ein ganzer Drittel von dem ganzen Sinnoh-Pokédex. Ja, ich habe ein bisschen zu viel gespielt, glaube ich. Fantastisch, reife Leistung. Professor Albus wird sich sehr freuen. Hier, das ist für dich. Ach, danke für den Sonderbonbon. Gib mal einen Pokémon einen Sonderbonbon, schalte sofort ein Level auf. Damit kannst du schwächere Pokémon stark und starke Pokémon noch stärker machen. Wie du es einsetzt, ist natürlich dir überlassen. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Möglicherweise gehorcht ein per Tausch erhaltenes Pokémon nicht, wenn sein Level zu hoch ist. Doch wenn du erstmal ein paar Orden gesammelt hast, wird das schon. Ja, wie ich das bereits mal gesagt habe. Aber ich würde sagen, bevor wir dann auf den Fahrradweg zugehen, werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ne? Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du problemlos überall hin.
Na, wenn du weißt, wie die... Ja, okay, das ist einfach beides der gleiche Mensch, einfach kopiert, geklont und hoffentlich auch der Like-Button geklont. Zwei Likes wären doch auch nett. Okay, ich mach jetzt mal mein...